herzlich willkommen zu unserem Dienstag Gesundheit Vortrag, ein Zoom zum Thema Coral Club und zum Thema besonders heute geht es um Immunsystem. Ich möchte euch etwas über Immunsystem erzählen und Coral Club arbeitet ungefähr seit 1,5 Jahren in die Richtung, dass wir für die Leute nicht nur einzelne Produkte irgendwie bieten, sondern fertige Lösungen, sogenannten Packs. Ja? Und wir haben bei Coral Club sehr viele Packs. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne Farben mag, ja, und deswegen liebe ich diese Packs nur von der Verpackung. Ja? Wir haben Packs, die grün sind und Packs, die violett sind und gelb und dies und das. Also sogar das bringt mir so einfach so viel Freude, aber natürlich nicht nur Verpackung, sondern alles, was inside ist, was innen drin in diesem Pack ist, ist richtig, richtig gut. Aber bevor wir diese Produkte für Immunsystem noch genauer anschauen, möchte ich erstmal mit euch ein bisschen über Immunsystem sprechen. Also, wovon hängt eigentlich Immunsystem ab? Selbstverständlich, ihr habt bestimmt schon gehört, es gibt Leute, die schwaches Immunsystem haben und Leute, die starkes Immunsystem haben, ja. Natürlich ist es immer gut zu wissen, in welche Kategorie gehöre ich, ja, oder bin ich so mittendrin oder was bedeutet das? Coral Club hat ja auch diese Präsentation zusammengestellt, ne, für diese Immunity Pack. Also I steht für Immunität, ja, E-Pack. Genau, also das heißt, Leute, die oft, wie hier steht zum Beispiel, häufig zu Erkältungen neigen, ja, also gleich kann ich zum Beispiel erzählen von einer Kundin von mir, als sie zu uns gekommen ist, hat sie angefangen, einfach mit Gesundheitskonzept von Coral Club und ungefähr nach 8 Monaten, weiß noch, sie hat so einen großen Bericht noch damals an uns geschrieben, sie hat gesagt, Leute, ja, bevor sie zu Coral Club gekommen ist, hat sie jede Woche eine Erkältung und einmal im Monat war das so schlimm mit dieser Erkältung, dass sie dann einfach für eine Woche quasi im Bett nur gelegen ist, ja, so schlapp und krank war sie. Und das meint sie ernsthaft, das war immer ihr Zustand, ja, und ich dachte, what? Ich war seit, weiß nicht, damals, weiß ich, 10 Jahre schon nie erkältet und ich habe immer gedacht, wie geht das, dass jemand einmal die Woche so erkältet ist und dann, ne, mal im Monat so krank. Und danach, als sie mit dem Konzept von uns angefangen hat, sie hat dann berichtet nach 8 Monaten, dass sie in diesen 8 Monaten ein einziges Mal erkältet war. Und das war nicht mal so schlimm, das ist noch nicht mal so ausgebrochen, dass diese Dame oder diese Frau auf so, ne, auf Bett angewiesen war. So. Und das erleben sehr viele Leute von uns. Und das ist gut so. Manche erleben so einen gesunden Zustand etwas früher, manche später. Aber kann ich gleich schon sagen, sogar das Konzept, Gesundheitskonzept von Coral Club hat immer ein Ziel, so physiologisch unser Körper aufzubauen, dass Immunsystem maximal aktiv ist und uns schützen kann. Weil im Endeffekt kein Produkt der Welt, kein bestes Wasser oder bester Arzt oder Wissenschaftler oder irgendjemand kann uns helfen, wenn unser Immunsystem einfach nicht da ist und unser Immunsystem uns nicht schützt. Weil alles, was du in Richtung Gesundheit machst, soll eigentlich für Immunsystem sein und nicht irgendwie Immunsystem unterdrückend, Immunsystem unterwerfend oder egal wie Immunsystem geht. Ne? So. Es ist sehr wichtig, dass das Immunsystem immer on top ist, weil das ist das einzige System, was so genial und so schlau ist, was er uns am Endeffekt schützen kann. Und wenn du solche Symptome kennst, wie ständige Erkältungen oder ständige verschiedene Entzündungen, mal hier, mal da und alles wird nicht so schnell irgendwie verheilt, ja, Langzeitbehandlungen, wie hier auch steht, ne, das ist einfach ein Zeichen von schwachem Immunsystem und das müsste man beheben, ja, also da muss man darauf arbeiten, dass das Immunsystem stark wird, werdet ihr nachher merken, wie das geht. Und man sagt so, jemand, der stark Immunsystem hat, ne, Erkältung 1 bis 2 Mal im Jahr, so, ne, geht natürlich noch besser, ja, so, man kann noch gesünder leben. Faktoren, die Immunsystem natürlich verringern oder Immunität verringern oder Immunsystem schwächen, sind natürlich schlechte Angewohnheiten, ne, muss ich euch nicht sagen, ja, schlechte Ernährung, auch Stress und nicht ausreichend Schlaf, ne, Alter, obwohl ich würde nicht sofort, wie jeder jetzt denkt, na klar, ich bin jetzt 40, nach dem Motto ist normal, dass ich immer wieder erkältet bin, ja, das denken wir, aber Alter, ich würde eher sagen, wirklich, wenn man dann, sagen wir mal so 80er, 100er Grenze vielleicht geht, könnte man sagen, ja, dann ist man alt, aber heute, wir haben durch uns als Gesellschaft schon ein Verständnis, wenn jemand 50 ist, ist schon irgendwie alt und es ist normal, wenn man krank ist,
das möchte ich durch diese Folie nicht sagen. Ne? Natürlich, wenn man Schäden und irgendwelche Verletzungen hat, natürlich Immunsystem ist super abgelenkt, um einen richtigen Schaden zu bewältigen. Natürlich kann passieren, dass das Immunsystem einfach andere Prozesse nicht so richtig dann kontrollieren kann und so. Ja, sowas wie chronische Erkrankungen, Allergien, da muss man Lösungen suchen, ne, für chronische Sachen, für Allergien und, damit man einfach, ja, gesund bleibt. Wie kann man erkennen, dass man zum Beispiel geschwächtes Immunsystem hat, zum Beispiel tatsächlich mit dieser ständigen Müdigkeit, ja, wovon alle Menschen auch so klagen, ich bin so müde und keine Energie, kein Power. Die Gründe liegen natürlich woanders, aber diese Müdigkeit sagt einfach auch, dass das Immunsystem schwach ist, ja. So, vielleicht, ja, natürlich kann man nicht ein Ding rauspicken, wenn man jetzt zum Beispiel heute unkonzentriert war und man hat wirklich ein bisschen zu viel Stress oder so, man war ein bisschen nervös, dass man jetzt so sich abstempelt, oh, ich habe super schwaches Immunsystem, ja. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Eher, wenn man jetzt mehrere von diesen Punkten merkt und diese Dinger immer wieder kommen und anhaltend sind, dann deutet das darauf, dass wahrscheinlich Immunsystem jetzt gerade wirklich geschwächt ist und man sollte ihr helfen, ja. Wenn du mal an einem Tag oder vielleicht gestern sehr viel gearbeitet und heute einfach ein bisschen mehr müde ist, weil du wenig geschlafen hast, als Beispiel, heißt immer noch nicht, dass dein Immunsystem jetzt krank ist oder geschwächt ist. Aber wenn diese Faktoren, wie gesagt, sich so häufiger vorkommen, ne? Genau. Also Immunität aus Lateinischen kann man einfach sagen, dass es eine Freiheit von Krankheit oder frei sein von Erregern. Und das ist eigentlich, finde ich, super zutreffend, ja. Weil Immunität ist eigentlich so wie ein Schild, wie hier steht, ja. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir leben ohne irgendwelche Toxine oder pathogene Flora oder ohne, wir können das nicht. In unserer Welt, werdet ihr gleich durch nächste Folie sehen, wir leben in einer, wie soll ich sagen, in einer ökologischen Umgebung oder wir leben genau in einer Welt, wo wir nonstop mit Bakterien, Viren, mit irgendwelchen fremden Organismen zu tun haben. Ja? Und es geht nicht darum, dass wir so steril und frei von allem leben oder dass das Ziel sein soll, nein, sondern wir sollen dafür sorgen, dass Immunität, also gerade dieser Schild, Abwehrschild so stark ist, dass wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen über diese ganze Erreger und so weiter. Okay? Ja, Immunität schützt uns nicht nur von, wie gesagt, dieser Umgebung, von diesen Umweltanflüssen, ja, sondern Immunität bedeutet auch körpereigenes Müll und körpereigene Prozesse, die auch vielleicht zum Beispiel irgendwelche Brüchstände von Zellen, Stoffwechselabfälle und, oder irgendwelche Gifte, die freigesetzt werden, weil, ne, so verschiedene, also es gibt viele Körperprozesse, die so gesteuert werden. Wichtig zu verstehen, dass das Immunsystem auch gegen innere Prozesse auch kämpft. Es ist nicht nur für diese äußere Einflüsse. Und Immunabwehr, wo bildet sich sowas, ja? Was soll man da vorstellen? Also in unserem Körper gibt es verschiedene Stellen, unter anderem Knochenmark und Thymus, das ist so ein Bereich im Gehirn. Und da sind, man sagt so, Geburtsort von den Zellen. Wenn ihr Gesundheitskonzept kennt, wisst ihr, dass ich erzähle oft oder ich lade auch Leute sehr gerne zu einem Gesundheitskonzept auf zellularer Ebene, wo ich das vorstelle. Und warum? Weil bei meinem Gesundheitskonzept oder beim Konzept von Coral Club geht es um die Zellen. Wir reden sehr viel über diese zellulare Ebene, weil ganz einfach gesprochen, du bestehst aus Haufen Zellen, die eben einfach im Wasser zu bestimmten Gewebe und Organen eingeordnet sind. Also du bist ein Riesenhaufen an Zellen, 100 Billionen sagt man ungefähr geschätzt, und alles schwimmt im Wasser. Das bist du und ich und jeder von uns. Und Immunzellen oder Immunsystem, das sind auch ganz spezielle Zellen. Ja? Weil viele fragen sich, was ist denn nicht Immunsystem? Was ist das, ja? Manche Leute können das gar nicht so greifen. Ne? Man redet über Immunsystem, aber man versteht. Manche sagen, ja, das sind die Lymphknoten. Ja, auch, aber nicht nur. Ja. Natürlich in den Lymphknoten, wir haben TB, Lymphozyten, das ist Geburtsort in den Lymphknoten, wo dieses
Werk, heftiger Werk von biochemischen Prozessen und Schlachthof für pathogene Flora, für Viren, Bakterien und so weiter. Tatsächlich geschieht sowas in Lymphknoten, ne, wo Immunsystem oder Immunsystemzellen, die in diesem Knoten sind, einfach ganze Schädlinge, ne, ja, dort wirklich schlachten, kann man sagen. Ja? Das ist natürlich eine Art der Immunzellen. Aber es gibt noch ganz andere Immunzellen in verschiedenen Orten von unserem Körper, zum Beispiel, wie hier sieht, in den Mandel, obwohl das ja auch Teil von dem Immunsystem, im Lymphgewebe, ne? Klar, das ist im Gewebe überhaupt, im Milz, im Blinddarm, im Blut besonders. Und Blut transportiert tatsächlich die Immunzelle überall hin. Und ich werde euch, oder vielleicht kann ich jetzt auch sagen, es ist so, dass ich seit mehreren Jahren mit einer Ärztin auch arbeite, früher mit zwei, jetzt nur mit einer, die Dunkelfeldmikroskopie auch macht. Manchmal kommen sie zu uns und betreut so für ausgewählte Kunden, ne, macht sie einfach so eine Blutdiagnostik. Und das ist so krass, weil man nimmt so aus dem Fingertropfen Blut und legt unter Mikroskop und mit einer Kamera, die 1600 Mal das Ganze vergrößert, kann man plötzlich am Bildschirm eigenes Blut anschauen. Und das ist so gewaltig interessant. Und ja, ich habe mit ihr letztens noch so überlegt, wie viele Leute habe ich dann mit ihr schon betreut oder so. Das war eine Riesenzahl. Ich hätte das nicht geglaubt, aber wenn man so zu Pi mal Daumen so zusammenrechnet, war ich selber erstaunt. Aber somit weiß ich einfach aus meiner Erfahrung, dass ich sehr inzwischen wirklich sehr viel Ahnung habe. Aber keine Sorge, ich habe nicht vor, mir selber so ein Mikroskop anzuschaffen oder so. Dafür habe ich einfach keine Lust, muss nicht sein. Ne? Aber was ich verstanden habe, wir sehen oft das Blut und wir sehen diese Leukozyten, diese Immunzellen im Blut. Und leider ist das so, wenn Menschen nicht Gesundheitskonzept von Coral Club kennen und besonders das Wichtigste, was wir haben, ist unser Coral Mine und H-500 Produkte, die Wassereigenschaften verändern. Wenn Menschen nicht bioaktives Wasser trinken, das Schlimmste, was im Körper mit den Jahren passiert, dass unsere Blutviskosität einfach anders wird, nämlich Blut wird nicht normal flüssig, wie es sein soll, wird dickflüssig. Ne? Also Blutviskosität verändert sich und ihr müsst einfach so vorstellen, da muss man nicht medizinisch irgendwie Ausbildung haben oder Professor sein. Du hast einen geschlossenen Herzkreislauf, ja? Du hast eine Pumpe und ganze Schläuche, ja? Venen, Arterien, Kapillare und, und. Also ganze Gefäße und drin ist einfach Blut. Und Blut, man sagt so 6 Liter, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall ganz viel Blut kreist, ja. Wenn Herz aufhört zu pumpen, weißt du, wie lange du zu leben hast? Eigentlich nicht mehr lang, ja. So. Und Blut ist super entscheidend, weil so Blut ist Transportmittel für alles. Erste Linie Sauerstoff. Sauerstoffmangel ist die erste Ursache vom Tod. Ja. Jede Zelle des Organismus muss atmen. Deswegen, wir atmen. Blut wird mit Sauerstoff versorgt und dann muss Blut überall Sauerstoff bringen. Dann Blut transportiert Wasser, transportiert Nährstoffe zu deinen Zellen und unser Körper ist so gebaut, dass wenn normale Physiologie läuft, jeden Tag, ja, wir haben gegessen, Nährstoffe kommen dann ins Blut, also erstmal sind die im Darm, dann gehen die ins Blut, Blut zirkuliert überall, bringt Sauerstoff und Nährstoffe, ja, Kot der Zelle, idealerweise, ja, und dann passiert so, dass aus dem Blut Flüssigkeiten mit diesen ganzen Nährstoffen, besonders auch Wasser, ans Gewebe abgegeben wird. Und im Gewebe, das ist der Restflüssigkeit quasi, dort schwimmen Zellen. Und egal welcher Organ, alle Zellen funktionieren gleich. Die holen aus dem Gewebe Sauerstoff, Nährstoffe und das Ganze. So, das heißt, aus dem Blutkreislauf, der ist zwar geschlossen, aber es ist wir verlieren aber trotzdem Flüssigkeit mit den Nährstoffen. Oder selbst dieser Fakt, dass wir jeden Tag pinkeln gehen, ja? Oder ist einer hier, der nicht irgendwie pinkelt geht, ja? So. Und wir offen, also jeder, also Leute machen mal mehr, mal weniger. Eigentlich sagt man, man sollte 1,5 Liter Flüssigkeit verlieren durch Urin. So, jeden Tag. Das heißt, ganz einfach, rein physiologisch, ohne Professortitel zu haben, muss man verstehen, man muss mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit nachfüllen. Wenn dein Auto zum Beispiel Kühlflüssigkeit jeden Tag 1,5 Liter verlieren würde,
dann würdest du ganz schnell wissen, okay, ich muss 1,5 Liter nachfüllen oder am besten noch mehr, damit da Reserve ist. Keiner wird ohne Kühlflüssigkeit irgendwie rumfahren, ja, so, weil spätestens dein Auto wird das dir selber sagen, ey, stopp, roter Ampelchen, geht bitte nicht weiter, ja, Motorschaden droht. Aber dass unserem Herzen auch Schaden droht, ja, Herzinfarkt, Schlaganfall oder so, weil Blut nicht ankommt, weil Sauerstoff nicht ankommt, wir denken immer, ja, das hat mit jemand anderem zu tun, ja, mit mir, wieso ich, ne, so. Und deswegen Menschen, die aufhören, Wasser zu trinken, haben oder die graben sich selbst ein Grab, muss man sagen. Und das habe ich so tief verstanden durch dieses Konzept von Core Club. Und es ist nicht egal, welches Wasser wir trinken. Wir meinen nur, ja, das ist ja Flüssigkeit, Tee, Kaffee, Säfte. Ich habe Suppe heute gegessen, da muss ich vielleicht auch gar nicht so viel trinken. Ne? Wir haben Theorien für Theorien, ja. Aber es ist nicht Physiologie, ja. Und unser Organismus braucht bioaktives, bioverfügbares Wasser. Entweder du trinkst irgendein Wasser und Körper muss gewaltig viel Ressourcen aufwenden, Energie aufwenden, um daraus gutes bioaktives Wasser zu machen. Oder du bist einfach schlau und du sagst, warum soll ich meinen Körper veräppeln und Ressourcen verlieren? Komm, ich fange sofort an, Wasser zu trinken, was bioaktiv, bioverfügbar ist. Und das ist das, warum Core Club seit 22 Jahren schon weltweit den Menschen erklärt, ihr Lieben, mit Coral Mine habt ihr sofort bioaktives, perfektes Wasser und ihr müsst nicht eure Körper da austricksen und beklauen. So, ihr Lieben, und jetzt zurück zum Immunsystem. Wenn wir, und wenn du jetzt schon kennst, Coral Mine, haben wir 100 Produkte, ne, fürs Wasser, dann fängt dein Körper an, dir erstmal zu danken. Und was passiert? Dein Blut wird verdünnt. In dünnem Blut, also es ist nicht so, dass Blut zu flüssig irgendwie wird. Manche Leute haben dann Panik, so, oh, jetzt wird das zu flüssig und dann schneide ich einen Finger und dann verblute ich. Ja? Das hat überhaupt damit nichts zu tun. Wenn du Finger schneidest und zum Beispiel dein Finger schlecht verhalten und zu viel Blut ist, hat das überhaupt nicht Viskosität mit Blut zu tun, sondern mit schlechter Funktion der Thrombozyten. Und Thrombozyten ist wieder ein Problem, weil in deinem Blut Viskosität nicht passt. So, aber Viskosität vom Blut ist super entscheidend. Warum? Weil aus unser Darm kommt alles, was du an Erreger so denkst, ja, an Pilzen, Bakterien, Parasiten. Und das sind diese Erreger, die uns einfach krank machen in irgendeinem Organ. Aber damit diese oder bevor diese Erreger in irgendein Organ kommen und diesen Organ befallen und den krank machen, was muss zuerst passieren? Zuerst muss alles erstmal im Darm gedeihen, ja. Danach muss es so sein, dass das mit der Nahrung diese ganze pathogene Flora in Blutbahn geht. Und im Blutbahn muss Immunsystem schlafen. Und das ist der Punkt mit dem Immunsystem. Wenn da Immunzellen schlafen, warum? Als allererstes ist es dickflüssig im Blut. Immunzellen sind dieselbe Zellen, die einfach so weiße Blutkörperchen, die im Blut schwimmen müssen und alles abfangen müssen. Das ist diese erste ganz erste nicht, weil wir haben schon sogar im Mund und im Darm haben wir Enzyme. Also es gibt schon andere Mechanismen, die versuchen, mit Erregern zu kämpfen. Aber spätestens, wenn Erreger im Blut sind, dann muss Immunsystem eingreifen, wenn erstmal flüssig ist, sauber im Blut ist, frei von Toxinen, frei von anderem Müll und Immunzellen müssen stark, also ich würde einfach direkt sagen, Immunzellen müssen ernährt sein, ja. Und das werden wir gleich sehen. Moment, mein Gedanke zu Ende zu sprechen. So, das bedeutet, an allererster Stelle, wenn du dich um dein Immunsystem kümmerst, was musst du machen? Wasser trinken und Wasser in eine 1A-Qualität. So einfach, ja, sogar Thema Immunsystem kann ich irgendwie umbiegen, verbiegen, dass ich zum Wasser komme, aber es ist so, ja, unsere Physiologie arbeitet so und egal, welche jetzt hammertolle Produkte, selbst wenn die von Core Club sind, du für Immunsystem ausprobierst und versuchst, dein Immunsystem zu pushen, ja, ihr werdet gerade sehen, diese Produkte sind mega Hammer, um diese Immunity Pack für Immunsystem, aber wenn wir nicht konzeptuell arbeiten, nicht verstehen, ja, ich muss Wasser trinken, damit mein Blut flüssig ist, damit die Immunzellen sich überhaupt bewegen können. Da kannst du noch so viel die anpeitschen und so viel Nährstoffe in dem Immunsystem geben. Die wird weit nicht so gut arbeiten, wie
in einem Körper, wo du ein flüssiges Blut hast, okay? So, ich hoffe, das ist super deutlich angekommen, weil, schaut mal, in unserer Umgebung, habe ich ja schon gesagt, wir haben sehr, sehr viele komische Erreger, ja? Man sagt Mikroorganismen, 1.500 bis 7.000 pro ein Kubikmeter. Kubikmeter heißt Meter, Meter mal Meter, ne? So, überlegst dir, ne? In dieser Luft hier vor mir, das ist ein guter Kubikmeter hier so ungefähr, ja. Also ich denke, ich habe weniger als 7.000, ich hoffe. So eine krasse Zahl. Aber ihr Lieben, das ist das, was wir einfach mit dem Auge nicht sehen. Aber wir haben eigentlich nonstop, sage ich mal, Kontakt mit verschiedenen Mikroorganismen. Und würde mein Immunsystem im Keller sein, es könnte sehr schlecht sein, dass ich hier in Luft einatme und sofort sterbe. Wenn du an einen Mülleimer vielleicht da lang gehst, wahrscheinlich liegen wir sogar bei 10.000 Mikroorganismen. Das heißt, Menschen mit einem System, was komplett im Keller ist, die können einfach an den Mülleimer schnuppern und das Ganze böse enden. Versteht ihr, wie wichtig eigentlich ein System ist? Natürlich, wir haben also zwei Wege, wie wir Immunsystem unterstützen. Einmal diese äußere Einflüsse wie gesunder Schlaf. Wir sollen physische Aktivität betreiben. Also klar, wenn du auch Gesundheitskonzept von Cora Club machst, Sport hat kein Mensch aus der Kraft gesetzt. Ist mir egal, ob du zu Hause was selber machst oder jetzt bald hoffentlich machen auch Studios auf oder was auch immer. So, suche dir einen Sport, was dir Spaß macht. Und sei es irgendwie einfach ein bisschen draußen laufen oder ein bisschen Yoga oder du machst wirklich ein hartes Training und trainierst sehr viel. Immunsystem, Lymphsystem, alles hängt von der Bewegung ab, ja, weil denk einfach, alles was steht, ist es kein Fluss, sondern ein Gammelsee, so, ne, und unser Körper hat sehr schwer mit allem zu kämpfen, wenn alle Flüssigkeiten, alles steht und sich kaum was bewegt, okay, so, okay, schlechte Gewohnheiten, lass mal zur Seite, ich glaube, ihr seid so alle aufgeklärt und versteht, dass es nicht gut ist. Und sucht euch einfach Hilfe, wenn ihr da Hilfe braucht. Ich sage ja nicht, wenn man irgendwo vielleicht ein Glas Rotwein, also jedem das sein, ne? Also ich hätte jetzt kein Problem, ein Glas Wein zu trinken und vielleicht das ist schon für viele, viele Menschen, wow, absolutes Tabu. Ne? Deswegen, ihr entscheidet für euch, okay? So, für ihn natürlich ausgewogene Ernährung, wie man das so sagt, aber ich sage einfach in Choral-Klappe-Jargon, gute Zelle, gute Nahrungsergänzung. Natürlich Unterstützung durch Nährstoffe, ne, das ist das. Und natürlich, sagen wir mal so, wir können Menschen nicht sagen, okay, ihr macht jetzt Gesundheitskonzept, deswegen geht nie wieder zum Arzt oder sowas. Ne? Sowas sagen wir nicht. Wenn nötig ist, geh, lass dich kontrollieren, lass alles überprüfen. Aber Coreca bietet einfach eine mächtig coole Möglichkeit, ein Gesundheitskonzept zu führen, ja, oder ein gesundes Lebensstil zu führen. So, ja, aber heißt nicht, dass wir jetzt komplett Ärzte ersetzen. Wenn du da Not hast und denkst, okay, ich möchte mich überprüfen, natürlich solltest du das machen, okay? So, und jetzt kommen wir zum IPAC und genau IPAC bietet diesen ein Part eben richtig gute Nährstoffe, die dein Immunsystem stärken können. Also das heißt, Immunsystem stärkt das Abwehrkraft des Organismus. Das heißt, unser Immunsystem wird so hoch gepusht, dass wir einfach sofort angreifen können, wenn irgendwas da ist. Aktiviert die Immunität, einfach diesen, diese Schutz von außen, hat auch was mit der Haut zu tun. Und einfach, das beschleunigt einfach die Genesung. Ja? Und es kann sogar sein, dass, obwohl du mit Erregern und Mikroorganismen zu tun hast und vielleicht pathogene Flora, wenn Immunsystem stark ist, das kämpft so im Hintergrund, dass du nicht mal davon merkst. Deswegen kennen wir auch solche Fälle, ne? Eine Familie, fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich habe eine Freundin, die heißt Katja, und sie war früher wirklich sehr krankes Mädchen. Ne? Sie hatte viele Probleme, Depressionen, dies und das. Sie hat ihre Ausbildung irgendwie nicht machen können. Sie hat sehr viel Stress zu Hause, weil Eltern haben nicht verstanden. So ein junges Mädchen und schafft ihr Leben irgendwie nicht. Und dann lernt sie auch jemand kennen, der Cora Club kennt. Und so hat sie gedacht, ja, ich probiere es aus, weil Ärzte haben sie nur medikamentös eingestellt mit Antidepressiva und. So, und dann
Also sie ist sehr schnell wirklich super gesund geworden, super hübsch, schlank, also alle Probleme beseitigt, arbeitsfähig, richtig, also Stressresistenz ist ausgestiegen, weil sie hat in der kürzesten Zeit auch mit Job, mit Ausbildung, sie hat eine Beziehung dann gehabt. Also wirklich, man hat gesehen, wie ihr Leben wirklich Monat für Monat sich so gewaltig verbessert hat. So, und irgendwann sagt sie mir, ja, Julia, weißt du was, damals, wo ich mit Coral Club angefangen, ich war eigentlich die krankeste in der Familie. Ne? Wenn irgendeine Grippewelle, hat sie immer mitgenommen. Wenn was war, hat sie immer gehabt. Und jetzt sagt sie es das so, das war, weiß nicht, vielleicht nach einem Jahr, nachdem die Konzept gemacht hat, hat sie mir das zumindest erzählt. Wahrscheinlich diesen Zustand hat sie vorher schon gehabt. Sie sagt, Julia, weißt du, wenn jetzt bei uns zum Beispiel Magen, Darm oder so in der Familie, sie hat mit ihrer Familie und Geschwistern gelebt, sagt, alle haben, ich nicht. Wenn irgendwie so eine Wellegrippe, alle haben, ich nicht. Ne? Und sie war so ein krasses Zeugnis für ihre Familie, dass die dann auch, ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt länger keinen Kontakt gehabt, ich weiß nicht, aber sie hat damals gesagt, ja, dass ihre Geschwister auch überlegen, jetzt dann mit Coral Club zu starten. Warum? Weil die wirklich diesen gewaltigen Unterschied gemerkt haben. Und das, was ich denke manchmal, es heißt nicht, dass wir mit diesen Erregern nicht Kontakt haben, wie sie, ne, in ihrer Familie. Sie hat bestimmt auch diese Bakterien oder was das ist, ne, für Magen, Darm, die zuständig sind. Ne? Vielleicht hat sie auch Kontakt gehabt, aber ihr Immunsystem war so stark, dass sie einfach nicht äußerlich scheinbar krank geworden ist und fühlte sich gut. Und das ist super, wenn unser Abwehrkraft so stark ist. Okay? So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Warum geht das bei IPEC oder IPEC? IPEC ist auch ein Pack für einen Monat. Das ist die Politik von Coral Club. Die baut immer Packs, die für einen Monat exakt sind. Also für 30 Tage, 5 Produkte. Und das sind Vitamine, Phytonutrients, also Phytone kann man sagen, Squalan und verschiedene Mineralien. Squalane sind so ganz native Öle, kann man sagen, in sehr hochwertiger Form aus dem Meer. Ne? Genau, werdet ihr gleich sehen. Also, das sind diese 5 hammertolle Produkte. Wir haben einmal liposomales Vitamin C, liposomales Vitamin D, Powder, Comicillin, Haifischöl, also Shark Liver Oil oder Haifischöl, also von den Haien. Der Lebertrank, aus der Leber wird so ein spezielles Öl genommen, wow, mega Immunbooster und Korallenmain. Also sogar für die jetzt wieder Gedanken, denkt dran, wieder trinken, wie wichtig, bioaktives Wasser, Coral Club bietet das an. Natürlich kann man noch andere Produkte kombinieren, die Haminus 100 und also du kannst auch 3 Pack auch gleichzeitig trinken, ja, es ist nur eine Frage von deinem Budget, wie du das machen möchtest, aber dieses Pack würde auch reichen und genau. Jetzt gehen wir einfach in einzelne Dinge ganz kurz durch. Vitamin C, also fördert die Bildung einer Immunantwort, ja, Vitamin C ist ein Antioxidant, natürliches Antioxidant und was ganz, ganz besonders ist, dass dieses Produkt in liposomaler Form ist. Das bedeutet nicht, dass nur Vitamin C natürlich und bioaktiv ist, sondern Liposomschicht schützt diesen Wirkstoff und bringt diesen Wirkstoff zu jeder Zelle deines Körpers oder zu den Zellen, wo es gebraucht wird, weil Vitamin C ist wasserlösliches Stoff und Vitamin C, entweder muss man das sehr, sehr, sehr hoch dosieren und hoffen, dass das Magensaft oder Verdauungssaft oder Magensaft überlebt oder man muss Vitamin C irgendwie verpacken und schützen. Und das ist diese liposomale Form. Ihr werdet gleich nochmal in der nächsten Folie das sehen. Genau, leitet die Immunzellen, also Vitamin C sorgt ja auch dafür, für diese Kommunikation, kann man sagen, leitet die Immunzellen an die Stelle, wo jetzt zum Beispiel eine Verletzung ist und fördert die Wundheilung, ne, besonders für die Haut, also Vitamin C ist sehr wichtig für die Haut, beteiligt sich bei der Bildung von Kollagen, auch für alle, die Promarin jetzt probieren, Kollagenbildung, super wichtig, Vitamin C ist sehr entscheidend dabei. Und weil das Antioxidant ist, schützt vor diesen freien Radikalen, also von negativen Umwelteinflüssen. Vitamin D fördert die Funktion von T- und B-Lymphozyten. Das sind diese Riesenzellen von Immunsystem, wirklich Killerzellen, kann man sagen. Deswegen für die ist Vitamin D sehr, sehr wichtig. Genau, Vitamin D unterstützt die antibakterielle und antivirale Abwehr des Körpers.
Und gerade, ich habe vor kurzem auch so einen Kunden gehabt, der also Autoimmunerkrankung hat und der war ja auch bei einem super, super tollen Arzt. Und dem wurde empfohlen, als eine alternative Therapie wirklich mit sehr, sehr hochdosierten Vitamin D zu arbeiten. Okay. So, aber wenn wir jetzt nicht so weit sind, dass wir echt heftige Autoimmunerkrankungen haben, reicht diese normale prophylaktische Dosis, dass wir einfach nicht in diesen Mangel von Vitamin D kommen. Und ihr Lieben, vergisst am besten im Sommer alle Sonnenschutzfaktorprodukte, weil ab Lichtschutzfaktor 8 wird verhindert, dass Vitamin D in unserem Körper gebildet wird. Ja? Und wie oft, ne, im Winter sehen wir kaum Sonne und wenn wir im Sommer haben, dann schmieren wir uns voll mit dieser Sonnencreme und was passiert? Wir haben kaum Möglichkeit, Vitamin D zu bekommen. Sehr, sehr schade. Also bitte lernt, informiert euch. Man kann auch ohne klassischen Sonnencreme leben. Lieber informiert euch jetzt, bevor Sommerurlaub kommt oder so. Dann seid ihr besser abgesichert und seid gesund, weil ihr wirklich mit Vitamin D euch versorgt. Und hier ist ja schon diese liposomale Schicht. So ungefähr sieht das aus. Das sind wasserfeste, das sind so Füßchen sind aus Fett und hier so irgendwie Wasser, also irgendwie so ein interessantes Gemisch, ist ja egal. Wichtig zu verstehen, diese Schicht, liposomale Schicht, sie schützt Wirkstoff und vor Zerstörung vom Magensaft zum Beispiel. Ja? Und somit wird die Bioverfügbarkeit von diesem Stoff, ne, was geschützt ist, zum Beispiel Vitamin D oder C, wird manchmal sagt man dreifach, achtfach, zehnfach, zwölffach erhöht, ja, je nach Produkt. So, deswegen muss man auch nicht sehr, sehr hochdosiert Vitamin D nehmen. Man könnte zwei Dosierungen nehmen. Wenn du jetzt merkst, okay, Winter, schon lange kein Sonnenlicht gesehen, dann könnte man ein bisschen erhöhen, aber das ist einfach deine Entscheidung, okay? So. Dann gehen wir zum Powdarco. Powdarco ist eigentlich ein der Lieblingsprodukte, weil Powdarco, glaube ich, alle diese Produkte kann man übrigens einzeln kaufen. Ja? Es ist nicht nur in diesem iPack drin. Wenn du sagst, boah, ich will Powdarco, musst du nicht ganz ein iPack kaufen. Du kannst einfach nur Powdarco dir holen. Powdarco ist natürliches Antibiotikum, ist eine Ameisenbaumrinde und hier zusätzlich noch mit Selenium, wie sagt man das, aufgearbeitet oder Selenium wurde hinzugefügt. Das ist starker natürlicher Antibiotikum. Okay? Also diese Baumrinde, die ist überhaupt nicht anfällig für irgendwelche Schädlinge, egal ob sie im Wasser liegt, egal ob die versucht, sie irgendwie zu verbrennen oder ich weiß nicht was, da sind wieder Ameisen dran, das bildet kein Pilz. Also da haben viele Wissenschaftler schon gefragt, ey, was ist das für ein Wunderrinde, warum sie so stark, ne? Dass da keine Pilze, keine Bakterien oder so sich bilden können. Und ja, Wissenschaftler haben das entdeckt, dass diese Powdarco gegen 600 Stämme von allen möglichen Viren, Bakterien wirkt. Ne? Dagegen schulmedizinische Antibiotikum sind wir bei, weiß nicht, 3% von der Summe wahrscheinlich. Genau, also das ist super und theoretisch, also ich hatte bei meinen Kindern sogar, als die damals irgendwas hatte, was die Nase läuft oder so, habe ich sogar wirklich Genesis, es war 1,5 Jahre alt, hat sie schon Powdarco bekommen. Ja? Powdarco ist super vielseitig anwendbar, also das heißt, egal ob man irgendwie Magen-Darm hat oder wenn man irgendwelche Krämpfe irgendwo oder Schmerzen, wenn man Powdarco als Tee-Aufguss macht, wirkt auch schmerzlindernd oder man hat irgendwie Gliederschmerzen. Ich hatte sogar eine Kundin, die hatte Lungenentzündung, richtig heftige Lungenentzündung mit sehr hohem Fieber und. Also Ärzte haben gesagt, starkes Antibiotikum, sonst kommst du nicht oder überlebst du das nicht. Und sie hat wirklich nur durch unsere Produkte wieder, sie ist gesund geworden. Sie hat kein chemisches Medikament genommen und sie hat sehr viel Powdarco getrunken. Also das kenne ich auch. So, ich habe ja selber einige Erfahrungen, ne, wo ich da so erkältet war oder mir richtig schlimm ging. Oder jetzt, ich habe ein Video gemacht, wie ich auch in Corona krank war. Powdarco war mein Heilmittel unter anderem. Okay, also. Und Selen sogar auch sehr wichtig gut auch für Immunsystem, weil das hat eine antioxidative Wirkung.
Genau, und beteilige auch in verschiedenen Prozessen für Immunsystem. Interessanterweise, dass dieses Antibiotikum, der ist natürlich, der baut Immunsystem auf, aber es hat keine Nebenwirkung. So wie man, wenn man ein chemisches Medikament nimmt, ne, aus der Apotheke ein Antibiotikum, das ist Chemie und die tötet nicht nur schlechte Erreger, irgendwelche Bakterien, sondern auch gute Probiotika im Darm. Deswegen eigentlich nach jeder normale Antibiotikagabe müsste man definitiv Probiotika dann nehmen, um Darmflora wieder aufzubauen. Das machen die wenigsten Ärzte. Ne? Manchmal wird noch in der Apotheke mal gesagt, ja, nehmen Sie Probiotika, so habe ich mal gehört, aber auch nicht jeder und jeden. Genau, und das ist leider schade, weil Menschen haben sehr starke Nebenwirkungen nach so normalem Antibiotikum. Okay? Und Antibiotika sind so heftig aus der Apotheke normalerweise, dass ich habe mal von einem Vortrag gehört, er sagte, er hat nicht speziell gesagt, welches Antibiotikum das ist, deswegen, aber er sagte, manche Antibiotika sind so schlimm, das kann man fast mit einer leichten Chemotherapie vergleichen. So heftig. Und unser Antibiotikum hat eigentlich keine, also hat keine Nebenwirkung. So, deswegen, ich habe sogar Kunden, die da sogar kleinen Babys, wenn die jetzt, keine Ahnung, von klein an irgendwie Probleme hatten, haben damit auch sehr gute Erfolge gehabt. Okay, jetzt kommen wir zu diesen Squalanen, zu diesen tollen Ölen, genau, Ölen aus dem Ozean. Also Haifischöl gehört zu diesen Stoffen wie ein Immunoglobulin, sagt man dazu. Also wie ein Stoff, das Immunsystem, da steht Immunoglobuline. Muss ich überlegen, wie ich das erkläre. Also einfach, was das Immunsystem sehr stark aufpusht, ja, kann man das, kann man sagen. Das steht hier, stärken lokale Synthese, Immunantworten, ja. Genau, also das unterstützt einfach, dass das Immunsystem richtig starke Antworten bildet gegen verschiedene Erreger und so weiter. Ne? Okay, auch sehr wichtig. Okay, und natürlich Coral Mine, da muss ich nicht so viel sagen. Entweder hört ihr morgen Gesundheitskonzept oder ihr kennt das bereits. Also Coral Mine, also versorg, also wenn du so eine Tüte mit Korallen in dein Wasser tust, versorgst du Wasser mit richtig tollen Mineralien, Calcium, Magnesium 2 zu 1 plus andere Spurelemente nur von Kalium, Natrium, Eisen, Silizium, Bor. Oh, jetzt kommt die ganze Mendeleev-Tabelle in Sinn. Zink und so weiter, ja. Also reguliert den Mineralienhaushalt. Vor allem, ihr Lieben, diese ganzen Mineralien sind in einer, also zumindest Calcium, Magnesium, in einer ionisierter Form. Und natürlich, das sind alles natürliche Mineralien, weil Korallen sind, also diesen Korallensand, was drin ist, ist unverarbeitet, nicht irgendwie was zugesetzt oder so. Der ist wirklich so Natur, wie er ist. Und Okinawa, diese Korallen werden aus Okinawa geholt, das ist eine japanische Insel. Und diese Korallen gehören weltweit zu den nahrhaften, oder wie kann man sagen, ja, weil dort kommt ganz warme Strömung. Ich war sogar dort und Wasser ist tatsächlich, die geht nie, sogar im Winter, nicht unter 19 Grad. Ja, so in der Regel im Sommer noch wärmer. Und dort lebt über 20.000 Plankton. Plankton ist so kleine Fischlein, so, ne? Ganz kleine irgendwelche Meerestierchen. So. Und davon ernähren sich auch die Korallen. So krass. Also die Korallen sind so ernährt dort, das ist richtig heftig. Und natürlich nicht, dass einer denkt, wow, jetzt werden die ganzen Korallenriffe da abgegrast. Nein, lebendige Korallen werden natürlich nicht irgendwie kaputt gemacht, sondern die Koralle stirbt und fällt auf den Boden. Ja? Und dieser Sand vom Boden, vom Ozean, wird geholt, einfach gefiltert, ne, sortiert, kann man sagen. Und dann diese wertvollen Korallen werden in eine Tüte einfach verpackt. Genau. Das ist jetzt Preisgeschichte. Also Clubpreis liegt bei 82 Euro, aber ich gebe euch jetzt keine Garantie. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt günstiger, teurer geworden, weiß nicht. Also in der Regel springen die Preise nicht bei Coral Club so wild hin und her. Das nicht, aber musst ihr einfach online nochmal schauen, weil Präsentation wurde schon vor längerer Zeit irgendwie gemacht. Und natürlich Leute, die nicht Clubmitglieder sind, also sprich, die haben niemanden,
ihnen Choral Club empfohlen hat, sondern wenn du jetzt jemanden, du bist jetzt neu, hast Vortrag angehört, denkst, ach, Hammer, dann gehst du, googelst du nach Choral Club, gehst auf die Seite und du möchtest das Produkt kaufen, dann würdest du normalerweise, ohne dass dir eine Referenzperson, sagen wir dazu, würdest du 103 Euro zahlen. Und wenn du aber jemanden kennst, der dir zum Beispiel dieses Video geschickt hat, und du möchtest 20% Rabatt bekommen, brauchst du eine empfehlende Person. Also ich würde dir bitten, dass du einfach zu der Person zurückgehst, die dir dieses Video gegeben hat oder die dir einfach über Choral Club erzählt hat, und geh zu ihr, sag, ey, ich möchte mich im Club registrieren, kann ich mal deine Referenz bekommen, und dann registrierst du dich. Ansonsten, Choral Club ist ein normaler Online-Shop. Du steuerst das selbst, wie viel du kaufst, was du kaufst, wann du kaufst. Ne? Also keine Sorge, es wird nicht jeden Monat dein iPad vor der Tür stehen und auf dich warten. Sowas gibt es bei Choral Club nicht. Also wirklich, das ist wie bei Amazon. Du hast einen Account, du loggst dich ein, zahlst, was du möchtest und kaufst, was du möchtest. Durch diese Bonussysteme, Bonuspunkte, wie du gerade siehst, also dieser Pack hat jetzt zum Beispiel 58 Bonuspunkte. Durch bestimmten Bonussystem können auch Geld gesammelt werden. Also zum Beispiel Choral Club sagt, wenn du über deinen eigenen Account über 500 Bonuspunkte gekommen bist, egal in welchem Zeitraum, ob das jetzt in einem Monat passiert ist, weil du jetzt für ganze Familie iPad geholt hast, ja, und ihr seid jetzt, keine Ahnung, 10-köpfige Familie, jeder kriegt iPad, dann bist du auch bei 580 Bonuspunkte. Oder du machst das einfach ein halben Jahr oder in einem Jahr, ist ja egal. Aber wenn du über 500 Bonuspunkte, also drüber bist, sagt Choral Club, ey, du hast schon ziemlich viel eingekauft, und dann ab jetzt, du zahlst immer noch Clubpreis, aber du kriegst nochmal zusätzlich 10% zurückerstattet. Also ich finde das mega cool, weil ich meine, bei Amazon kaufe ich seit ich denken kann, ja, es ist so einfach, ein Klick und dann hast du schon gekauft eigentlich. Aber ich habe noch nie irgendeine 5-Euro-Gutschein oder irgendwas von Amazon bekommen, ja. So, deswegen, aber bei Choral Club ist sogar möglich, 10% immer zurückzubekommen. Und es gibt noch verschiedene andere Bonussysteme. Wenn du mehr wissen willst, auch entweder schnupper mal am Freitag, wir haben verschiedene Themen zu diesem Bonussystem, oder frag einfach die Person, die ich auch dazu eingeladen hat. Preisvorteile bei Choral Club, warum diese ganzen Packs, ihr seht im Hintergrund sind einige so Labels von den Packs. Natürlich, hinter Choral Club steht viel Wissenschaft, viele wirklich Experten, die diese Produkte auch zusammenstellen. Das heißt, die sind sich sehr bewusst über diese synergetische Wirkung, also diese Zusammenwirkung von Produkten. Ja? Deswegen einzelne Produkte wirken, so wie ich jetzt ungefähr euch erklärt habe, aber zusammen ergibt sich auf jeden Fall noch eine viel stärkere Wirkung. Okay? Klares Anwendungsschema hast du auch, weil in dem Pack wirst du eine Bedienungsanleitung quasi haben, welche Produkte wann du einnimmst. Also in Deutschland gibt es ein Gesetz, das sagt, bei Nahrungsergänzungsmitteln muss sowas stehen, 1 bis 2 Kapseln zu der Mahlzeit. Ich persönlich mache so, dass ich alle Kapseln vor der Mahlzeit nehme. Warum? Weil physiologisch ist das nicht gut, wenn man viel trinkt zum Essen. Ja, Wasser und Essen oder Mahlzeit ist eigentlich nicht gut. Man sollte wirklich eine halbe Stunde vorher trinken und je nachdem, was man gegessen hat, vielleicht 1 Stunde oder 2 Stunden sogar nach dem Essen warten mit Trinken. Ja? Und wenn man aber so einen Haufen Kapsel trinken muss, in der Regel muss man viel Wasser schlucken. Und ich persönlich finde das kontraproduktiv. Deswegen ist es wirklich auch erlaubt, dass du die Kapsel einfach eine halbe Stunde oder Viertelstunde vor dem Essen nimmst mit reichlich Wasser, dann reicht ja auch, dass du dann normal isst und dann nicht trinken musst. Aber ich darf euch jetzt auch nicht ein paar andere Produkte, die nicht direkt zu iPad gehören, aber kurz noch erklären. Phytoviron, ich hatte mega Hammer Erfahrung gemacht. Auf meinem YouTube-Channel gibt es tatsächlich ein Video, wo ich auch berichte über Coronavirus, wie ich den hatte und was ich alles gemacht habe. Und Phytoviron ist ein Made in Germany, 100% Qualität, 4 Jahre Entwicklungszeit, 21 Kräuter, die exakt aufeinander eingepasst sind. Das enthält ein bisschen Alkohol, sage ich direkt. Ich glaube,
Och, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, aber nicht viel. Und ich glaube 5%, wenn ich mich nicht täusche, und dann so einen kleinen Pinniken. Also man wird davon nicht betrunken, aber manche Leute müssen ganz streng vielleicht darauf achten, dass bloß kein Alkohol irgendwo ist. Deswegen möchte ich das jetzt ganz klar sagen. Ansonsten musst du das sehen wie ein Kräuterschnaps. Ja? In der Apotheke kann man ja auch so Kräuterschnaps bekommen. Nur nicht so, nicht so verstehen, ah, da wurde 21 Kräuter in einen Topf mit ein bisschen Alkohol und dann, ne, ist das Ding fertig, sondern es ist so eine Technologie. Dr. Duschek hat alle 21 extraktet. Er hat das, also ich habe so ein ganz langes Webinar von ihm angehört. Er sagte, dass die Kräuter an sich, je nachdem mit welchem Alkoholgrad du den aufsetzt, diese Kräuter, kann ganz unterschiedliche Wirkungen kommen. Ja? Und er hat eine riesen Datenbank an Kräutern und generell, er ist nicht neu in diesem Gesundheitsbusiness. Ja? Der hat schon ein Produkt Bilurun entwickelt, ne? Noch ein anderes Produkt für Muskel beim Sportler. Also der ist sehr spezialisierter Mensch auf diesem Gebiet und 4 Jahre Forschung an Phytoviron zahlen sich aus, weil als ich damals Corona hatte und war so, ja, dies und das alles ausprobiert und ich wusste, egal, ich brauche nur Zeit. Als ich Phytoviron hatte, beim ersten Pinniken, habe ich gemerkt, wie meine Gesundheit, wie mir besser ging. Ja? Und ich habe mit anderen Leuten so gesprochen, die auch diese klassischen Anzeichen hatten von Corona, dass man keinen Geruchssinn mehr hat und keinen Geschmackssinn mehr. Manche haben gesagt, ja, 3 Monate. Also ich habe gehört, dass Leute wirklich monatelang damit gekämpft haben. Bei mir war nach 9 Tagen alles zurück. Ja, also obwohl ich mich nach 5, 6 Tage komplett fit war, nur dass ich dann gemerkt habe, okay, ich kann immer noch nicht so richtig riechen, alles, das hat dann noch mal mehrere Tage angedauert. So, also ich glaube, ich bin wirklich diesem Phytoviron super dankbar, dass er mich so aufgeputscht hat. Genau. Aber diese Produkte, die gehören zum Gesundheitskonzept, weil als ich euch von Anfang an ganz detailliert erzählt habe über unser Blut und wie wichtig, dass uns Viskosität vom Blut super entscheidend ist, deswegen kann ich euch nicht diesen H-500 Produkt vorenthalten, weil dank minus 500 Millivolt, was H-500 mit dem Wasser macht, das sind diese Millivolt, die so nötig sind, damit Erythrozyten, diese Blutkörperchen, die sonst sehr verklumpen, weil wir falsches Wasser trinken, die gehen durch minus H-500 schön auseinander und das ist die Grundlage dafür, dass dein Blut flüssig ist, Immunzellen dort richtig aufwachen durch das basische Milieu, was Wasser und H-500 definitiv bringen. Das heißt, das ist nur unser Wasser, ist schon sofort eine super Antwort für Immunsystem. Aber natürlich müssen wir verstehen, alle Erreger, alle ganze pathogene Flora, es fängt alles im Darm erstmal an, sich zu bilden, zu vermehren, zu gedeihen, zu wachsen. Das heißt, wenn wir gesund leben wollen, wir müssen wirklich nachdenken über Antiparasitenkur, deswegen Parashield Pack. Es gibt auch Parashield Plus für etwas intensivere Kur. Und wir haben auch natürlich diese zwei Produkte wie Darmreinigung in Light-Variante oder in Plus, also normale Variante Plus. Es gibt wirklich ein Leben vor Colovado und nach Colovado. Ja? Deswegen möchte ich euch Mut machen, wenn ihr bekümmert seid um eures Immunsystem. Klar, es gibt IPEC, es gibt Phytoviron, die sind sehr klassisch. Und ich meine, wenn jemand jetzt vielleicht auch wirklich krank ist, wieso nicht? Man könnte mit IPAC auch wirklich starten. Aber wenn du dauerhaft gesund leben willst, sollst du definitiv über ein Lebensstil nachdenken, ne? Aber auch über, wenn du das mit CoreClub machen willst, über Gesundheitskonzept von CoreClub. Und da sind 2 sehr, sehr wichtige Schritte. Und man macht das nicht einmal im Leben und dann hofft man, ja, jetzt bin ich picobello sauber für den Rest meines Lebens. So funktioniert Gesundheit auch nicht. Für mich CoreClub ist ein Lebensstil. Ich habe in meinem Leben schon 14 Colovada durchgezogen. Ich muss jetzt gerade nachdenken, weil ich letzte Zeit 2 relativ zeitnah gemacht habe. Colovada Light war noch dran. Also 14 Colovada schon gemacht und ich will diese Zeit nicht vermissen und ich freue mich schon auf die nächste irgendwann mal. Ja. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt Antworten für euch bekommen, was Immunsystem angeht. Ich werde dann meine Präsentation jetzt beenden. Falls die Leute sind, die dann nachhinein dieses Video auch angucken in Aufnahme, könnt ihr gerne über die Kommentare eure Meinung dazu hier geben oder Fragen.
Oder wenn ihr Interesse habt in Produkten, könnt ihr auch mich kontaktieren oder in Kommentaren was schreiben. Ich gucke, dass ich da rechtzeitig die Kommentare einfach auch lesen kann. Okay.